Guten Morgen, ihr lieben Leute. Da sind wir wieder. Mein erstes, zweites, nee, mein drittes Tässchen Tee. Ich habe noch nie gefrühstückt. Ich war auch noch nicht mit den Hunden draußen, weil heute kann ich nicht laufen. Mein Knie ist ganz dick von der Aktion gestern mit dem Tisch. Also fange ich jetzt an zu basteln, habe ich gedacht. Mein Mann schläft noch. Der ist noch vor sich hin. So, ich krieg's kaum hier. Versuch's mal. Tada. Das ist eine Kiste. Ihr werdet denken, ach ja, da hat sie wieder eine Kiste. Diese Frau, ja. Diese Kiste ist aber die Weihnachtskiste. Da sind alle Weihnachtssachen drin. Oh mein Gott. Ich bin selber immer neugierig, weil die packe ich immer. Oh mein Gott, die ganzen Die-Cuts. Wow. Die packe ich immer wieder weg. Und die kommt erst Weihnachten, also bei der Weihnachtsbast. Noch mehr Die-Cuts. Wow, noch mehr Zeugs. Das lassen wir mal raus. Oh mein Gott, hier sind Karten. Hier sind Briefumschläge, große Briefumschläge. Du, die könnten wir vielleicht, ich will sie mal raus. Hier sind Puffy-Stickers vom vorletzten Jahr. Noch ein Karten, ganz besonders schöne Karten. Seht ihr, die habe ich alle gehortet. Gehortet habe ich sie alle. Ah ja, hier kommen diese Abschnitte von La Blanche, alle mit Weihnachtsmotiven. Ah ja, Isa, ich habe schon Ordnung, ja, bitteschön, ich habe schon Ordnung in mein Zeugs. Da sind so viele schöne Kleinigkeiten, ganz alte Sachen. Versuche mal weiter auszupacken. Hier sind ein paar Weihnachtsservietten. Ich habe, glaube ich, auch noch ein paar woanders. Ah, die habe ich schon aufgeklebt. Das ist der Dreh. Die sind schon aufgeklebt und fertig. Die sind schon fertig. Die kann man benutzen. Habe ich einen Stempel. Da steht Merry Christmas drauf. Dann habe ich hier die tollen Glanzbilder. Ich glaube, die habe ich von euch bekommen. Bin mir nicht ganz sicher. Dann habe ich hier diese Sachen von La Blanche. Sehr, sehr schön. Hier ist noch so ein bisschen Papier von La Blanche. Hier sind noch mehr Abschnitte. Alles weihnachtlicher Art. Die könnte ich dann mal zu den anderen vielleicht legen. So. Hier ist noch mehr Papier. Hier ist noch mehr Papier. Oh mein Gott, das nimmt kein Ende hier, okay? Das nimmt kein Ende hier. Okay. Hier sind Stamperia. Wie geht er denn auf? Winter Tales. Das war wunderschönes Papier. Oh ja, das werde ich jetzt dieses Jahr auch mitverwenden. Diese Sachen, die ich jetzt hier noch habe. Auf jeden Fall. Hier. Frohe Weihnachten und einen guten Start und gute Laune. Das sind noch so kleine Reststücke vom letzten Mal. Papier, sehr schön. Ein Umschlag, bestimmt irgendwas drin. Ja, kleine Umschläge sind da schon wieder drin. Oh, wie süß ist das denn? Ich glaube, die habe ich die geschenkt bekommen oder habe ich die selber gemacht? Manchmal weiß ich es nicht. Tut mir leid. Hier sind wieder so kleine Sachen. Da ist bestimmt, hier ist noch so einer. Hier sind bestimmt auch irgendwelche kleinen Sachen. Ah ja, kleine Bildchen drin. Ist ein bisschen verdutscht. Oh mein Gott, guckt euch das an, was ich hier für Zeug habe. Gesammelt zum Verarbeiten auf irgendeine Art und Weise. Grüne Umschläge für Weihnachten passend. 3D-Pop-Up-Karten, sowas, ne? Kann das sein? Das funktioniert das noch? Bin mir nicht sicher. Ah doch, das funktioniert bestimmt noch. Ja, man kann das so aufstellen, was es alles gibt. Hier sind noch mehr von diesen kleinen Dingern. Ach du lieber Herrgott, was habe ich hier wieder alles drin für ein Zeug? Vellum-Papier, jede Menge Vellum und Weihnachtspapier. Und noch eine so eine 3D. Oh mein Gott, das ist ja wirklich schon fast selber wie Weihnachten, weil ich vergesse so vieles. Man hat so viel Krams. Weißer Stoff. Das war die Referenzseite vom Weihnachtsbuch. Seht ihr, das ist der Rest vom Schützenfest.
vom Weihnachtsbuch. Und hier sind ganz viele Sachen noch so drin. Das nehme ich raus. Das ist Washi-Tape. Das ist ein Washi-Tape. Das ist der Rest vom Kalender. Hier sind Wichtelkarten. Hier sind noch mehr Karten. Oh Gott, das nimmt kein Ende. Hier sind Stickers, uralte Stickers. Sticky, Stucky. Ich suche eigentlich nach was anderem. Deswegen muss ich buddeln. Noch mehr Karten. Ach du lieber Heiland. Das nimmt gar kein Ende hier. Hier sitzt nochmal das. Ich kann gar nicht alles rausnehmen, weil hier sind tolle Papierreste. Wonach ich jetzt suche, sind tatsächlich diese kleineren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Kinder. Guck mal hier. Da, sowas suche ich jetzt. Sowas suche ich, aber ich krieg's nicht raus. Meine Güte, ich krieg's nicht raus. Jetzt fällt dieser um und hier sind noch ganz viele so eine kleinen Sachen. Wow. Hier ist auch Weihnachtspapier. Da suchte ich nach. Ich wusste nämlich, ich habe es irgendwo. Hier Weihnachtspaperchen. Ich sage euch gleich, warum ich danach suche. Weihnachtspaperchen habe ich alle doppelt und dreifach. Gott im Himmel, hier noch mehr Weihnachtspaperchen. Gottes Willen. Sind das die gleichen, ja? Ich muss mal gucken, ist ein bisschen schwierig jetzt. Tut mir leid, das dauert auch leider ein bisschen mit, weil ich kann es nicht blättern, weil es ist so stackig hier, das ganze Werk. Weihnachtspapier. Gott im Himmel, Petra, mach es doch, habe ich das schon? Es ist wirklich zum Kotzen, weil der ganze Mist von hinten drückt und drückt und drückt. Da habe ich auch jede Menge noch vorn. Da leider nur noch jeweils ein Bogen. Aber da hätte ich zwei, da könnte ich einen von opfern. Oh, geht. Kind, Kind, Kind. Gut, da seht ihr mal, das sind alles Weihnachtspapiere hier. Uralte, wunderbare Weihnachtspapiere. Wunderbare, schöne. Ich kann erstens nicht stehen, weil mir das Knie weh tut. Bin mir nicht sicher, ob ich das schon habe. Habe ich hier verschiedene Ausführungen jetzt. Ach du ahnst es nicht. Habe ich noch nicht? Nein, habe ich. Oh, jetzt ist es weg. Hier. Oh Gott. Große Motive drin hier. Müssen wir die mal mitnehmen? Also das Papier habe ich bestimmt. Hier sind noch mehr. Das ist La Blanche. Definitiv. Ich kann jetzt nicht weiter gucken. Es ist mir zu anstrengend. Es hört nicht auf. Es hört nie auf. Dann kommen hier die neueren La Blanche von den letzten Jahren. Okay, hier ist noch ein Briefumschlag. Oh. Mach es nicht krumm. Mach es nicht krumm. Hier war irgendein Briefumschlag mit irgendwas drin. Guck mal hier. Ausstanzung ganz vieler Art. Oh, lieber Gott. Ja, das ist das. Das ist das Problem mit Weihnachten bei Petra. Sah er so ordentlich aus. Man hat sich gefreut. Oh Gott, alles ist prima, alles ist ordentlich. Ist denn in diesem Ding auch noch irgendwas drin hier? Wahrscheinlich ja. Sonst hätte ich ja nicht da drin liegen. Ja, alles große Motive. Alles reinpacken. Das kann ich jetzt nicht alles gebrauchen im Moment. Siehst du, jetzt hatte ich das so schön ausgeklügelt und ich gehe natürlich wieder bei und fummel mir jetzt den Wolf. Das ist das neue Weihnachtspapier, was wir jetzt neu haben. Was wir einfach jetzt noch gar nicht benutzen. Was du, tun wir einfach wieder rein. Oh mein Gott, das ist furchtbar. Das ist noch nicht wieder alles zurück, vor allen Dingen. Ja, das ist Weihnachten, okay? Weihnachten. Ach, jetzt habe ich die vergessen. Wunderbare Die-Cuts ohne Ende. Jetzt muss ich endlich die Brille absehen. Ich sehe mit der Brille im Nahbereich nichts. Da wird mir ganz schummerig. Guck mal, da sind so schöne kleine Postkarten drin. Die lege ich mal raus. Ein paar. Sowas. Das können wir nämlich gleich gebrauchen. Ihr werdet es gleich erleben, was wir da alles mitmachen.
Sind da noch irgendwelche Sachen drin? Ich habe keine Ahnung. So. Hier sind auf jeden Fall kleine Motive drin. Die sind ganz alt, die Sachen auch. Die habe ich mal... ich glaube, das ist der Graphic Ferris gewesen, aber ich könnte es nicht mehr beschwören. Ich weiß es nicht. Das sind alles weihnachtliche Motive, die wir jetzt auf jeden Fall mal verwenden können. Hier habe ich ganz, ganz schöne Bilder. Große, kleine, mittlere, ganz große, ganz kleine. Oh, lieber Gott. Wie kann ein einzelner Mensch so viel Zeug haben? Ich sag mal ganz ehrlich, wie geht sowas? Hier, jede Menge von diesen kleinen Karten ohne ND. Da haben wir noch mehr von. Also da ist noch ein ganzer Packen drunter. Hier ist noch mehr drunter, hier ist noch mehr drunter. Hier ist kleines Papier drunter. Noch mehr Papier. Ich bin schon wieder vollkommen fertig. Bin am Ende mit meinem Latein, ja, mit meiner Geduld. Oh Gott, ist das wieder viel hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe gedacht, ich fange mal eben an und suche mal so ein paar Kleinigkeiten raus. Oh, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich anfangen kann. Ich brauche erstmal eine Grundlage. Und zwar, so, ist auch nicht zu dick. Wunderbar. Passt auf. Wir machen jetzt so ein paar vorbereitende Arbeiten. So, ich muss mich mal eben sammeln. Oh Gott, ist das ein Durcheinander hier. Wie groß ist denn so ein... So. Wie groß ist so? So. Ich weiß es doch nicht. Oh, mach mich nicht fertig. 15 cm? Okay, dann haben wir 15 cm. Okay. Das schneiden wir schon mal durch. Dann sind wir schon mal am Schnibbeln. So, da haben wir schon mal 15 cm. Das war das kaputteste. Das legen wir mal auf die Seite. Dann machen wir mal 4 Tags daraus. Denke ich mir jetzt gerade mal so. Oh, das ist sogar ein wunderbares Papier, weil die eine Seite ist dunkelgrün. Was mir jetzt sehr viel besser entgegenkommt als... Ich habe keine Lust, das auszuprobieren. Ich kann es auch nicht ausrechnen. Ich würde es persönlich versuchen. Ja, ich sag's, wie es ist. Jetzt habe ich den auch mal falsch rum. Ich kann es nicht. Ich habe so Kopfschmerzen heute Morgen. Ich bin wie gerädert aufgewacht. Ich habe ganz lang geschlafen. Ich bin total kaputt. Absolut. Die letzten 2 Tage haben alle Kraft, die ich habe, noch verbraucht. Im Moment bin ich wirklich gerade echt kaputt. Jetzt kommt das Knie noch hinzu. Also bei mir ist das egal, ob das jetzt auf einen Millimeter genau ist. Also ich sage euch das, ich fange das jetzt nicht an. Das wird so Pi mal Daumen. Wie immer. Ihr wisst Bescheid. Irgendwie wird schon. Wird schon werden. Ja, es wird schon werden. So, wir machen jetzt erstmal 4 Takes. Kann ich das auf 1 machen? Die schneiden wir uns auch schon mal richtig zu, überlege ich gerade. Ja, ne? Die schneiden wir uns schon mal richtig zu. Dann müssen wir 1 versuchen rüberzulegen. Genau. Dass es möglichst passt. Okay, dann haben wir die schon mal übrig. Jetzt haben wir 4 Tags. Oh, das ist schön. Eine Seite dunkel, eine Seite hell. Das gefällt mir gut. Also, jetzt haben wir die vorbereitenden Geschichten schon so ein bisschen, sind wir schon dabei. Also ich schneide jetzt hier mal ein paar Sachen aus und zwar, jetzt erkläre ich das gerne. Gail Agostinelli hat gestern so ein tolles Zeug gezeigt und wir werden es versuchen, so ein bisschen nachzuarbeiten mit den Mitteln, die ich habe. Und zwar alles so kleine gerade Teile. Ich würde sagen, ich versuche das wirklich jetzt mal so hinzubekommen mit den Sachen, die ich jetzt gerade hier zur Verfügung habe. Ne? Also, dass man vielleicht 4 so Tags macht fürs Weihnachtsbuch. Und ich habe jetzt diese Sachen gerade hier, dann möchte ich da auch mal mit arbeiten. Der Dreh ist, dass das hinterher wie so ein Mosaik aussieht.
dass man die Fugen sieht. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, und das fand ich sehr schön. Also es hat mir gut gefallen gestern. Vorgestern, ich habe es vorgestern, glaube ich, schon gesehen. Und das wollte ich unbedingt gerne machen. Also ich habe jetzt auch noch so große Karten. Wir haben sowas. Da haben wir jetzt gerade nur eins in dem Moment. Wir haben solche Karten. Wir könnten sowas mit drauf nehmen. Hochkant wäre vielleicht praktischer. Ich muss mal so ein bisschen tüfteln. Ja, Hochkant ist auf jeden Fall praktischer. Jetzt habe ich nur zwei Hochkantkarten. Ei! Die anderen sind alle quer. Da muss ich nochmal schauen. Ich wollte dann so ungefähr vier gleiche Tags haben. Aber wir werden das vielleicht schaffen. Jetzt geht die Sucherei wieder los. Wo sind die kleinen Sachen? Da ist eine Hochkant. Da ist eine Hochkant. Noch eine. Bitte lass uns doch jetzt noch eine finden. Das wäre. Und das ist auch Hochkant. Ja, ja, guck mal. Dann können wir diese Sachen schon mal wegtun. Dann haben wir die schon mal aus dem Spiel raus. So. Haben wir vier Briefe? Wir haben vier Briefe. Ganz wunderbar. Können wir einen schon mal wieder weglegen. Wir haben vier Briefe. Ich wollte vier Stück machen. Man weiß ja nie, ne? Man hat vier von diesen, vier von diesen, vier von diesen. Ja, okay. Jetzt ist das ein Washi-Tape. Das habe ich schon aufgeklebt auf Papier. Das können wir dann passend schneiden. Die grünen Umschläge brauche ich im Moment nicht unbedingt. Was haben wir denn hier noch? Da können wir. Die sind ein bisschen groß. Die hätte ich nicht rausnehmen müssen. Okay, hier sind die weißen. Ich muss ein bisschen Platz schaffen. Es geht nicht anders. Da, die kleinen, die können wir gebrauchen. Die. Die schneide ich auch schon mal passend. Das war ein Papier. Es war wunderbar. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich weiß nicht mehr, von welcher Firma das war. Ein paar Reste hattet ihr gerade noch gesehen. War auch kariert dabei. Und toll, vier Stück. Gut, vier Stück. Da müssen wir gucken. So, wir haben schon einige Viererhäufchen hier. Ich habe großes Papier im Petto. Aber, einen Moment, ich will mal eben hier bei mir. Oh, ich muss aufräumen. Ich sehe jetzt, ich muss aufräumen. Es ist ganz schrecklich. Es war mal ordentlich, ja, es ist mal ordentlich, ja, ist Papier, ist, hier ist dünnes Papier, wunderbar, mit Sternchen, ich vermute, da ist Weihnachtspapier, da, nee, ist alles durcheinander, wir müssen tatsächlich von oben nach unten arbeiten, theoretisch Weihnachtspapier, können wir mal da lassen, theoretisch. Mein Gott, ist hier wirklich ein Durcheinander jetzt inzwischen. Oh mein Gott. Und ich hatte das so schön geordnet alles. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe gar keine Zeit, das alles immer wirklich zu richten, so wie ich es möchte. Weil das könnte theoretisch auch mit Weihnachten. Was war das? Was war das denn für ein Geräusch? Habe ich noch nie gehört. War das mein Telefon? Oder war das mein Mann? Warte mal, ich mache mal eben auf Stopp. Einen Moment, ich lege mal was rein. Sekunde. Ja, da habe ich überall nachgesucht, nach diesen kleinen Streifen. Ich glaube, die neuen Papiere brauchen wir noch gar nicht ins Spiel bringen. Ich glaube, das kriegen wir auch noch so alles hin. Also wir haben jetzt, das sind alles so Weihnachtspapiere, so ein bisschen schöne, ausgefallene oder mehr oder weniger schöne Papiere, aber es ist alles so ein bisschen weihnachtlich, was wir hier haben. Seht ihr? So alles so kleine, ganz kleine Reststückchen, wo man dann auch einige andere vielleicht nehmen kann. Diese hier, die sind nicht 100%, aber das ist jetzt wieder so mit sowieso Eiskristalle, würde ich mal sagen. Ne? Das legen wir mal so hier hin. Wir haben also unsere Tags und fangen. Warte mal, ich muss das mal einfach so richtig hinlegen, denke ich mir. Und eine Klebeunterlage wäre auch nicht verkehrt, wenn wir die hätten. Ich weiß nicht, ob wir im Bild sind. Ich muss mal aufpassen. Ich rutsche mal so weit ich kann, damit ich so ein bisschen. Okay, ne, so könnt ihr auch. Ihr wollt ja vielleicht auch ein bisschen was sehen können. Ne? Okay, wir haben also jetzt hier diese großen Motive, die ich jetzt in dem Fall gerne. Das sind sogar zwei, wunderbar. Die ich gerne mitbenutzen möchte. Muss ja nicht überall überall gleich sein. Das kann auch mal irgendwie anders sein.
So, jetzt, ich lege das jetzt einfach nur mal so drauf. Oh, die sind so groß, die kriege ich nicht mit Loop. Die sind zu groß. Schade. Die kann ich auf die Seite legen, die sind mir zu groß, die bekomme ich nicht mit drauf. Dann habe ich hier diese hier. Da müssen wir gucken. Die sind auch ganz lustig. Ja, die sind sehr, sehr schön, diese hier, sehe ich gerade. Okay, ich glaube, ich klebe sie jetzt schon mal einfach auf, damit wir einen Grundstock haben. Eigentlich macht man das nur aus Papierstückchen, die man hat, aber da ich diese wunderbaren, schönen Motive habe, habe ich gedacht, möchte ich das so machen. Ne? Ich verlinke euch das ja von Gail sowieso, sodass ihr mal bei ihr gucken könnt, ihre tollen Sachen. Ihr wisst ja, ich bin ja mit Gail angefangen zu basteln. Ne? Sie hat mich ans Basteln gebracht. Es ist ihre Schuld, gell? Es ist ihre Schuld. Nein, also ich habe alle ihre Filme geschaut. Alle. Ich glaube, ich habe wirklich alle ihre Filme geschaut. Und es hat mir so gut gefallen, dass ich das auch machen wollte. Und dann habe ich einfach angefangen, ne? Weil ich bin immer auf dem Standpunkt, man fängt mal einfach an, ne? Und dann guckt man mal, wie es weitergeht. Ja, meistens klappt es irgendwie, gell? Meistens klappt es irgendwie. Ja. Dieser komische, es war kein Klingeln richtig, das war so ein komisches Geräusch. Wir haben so eine Funkklingel. Ich weiß nicht, warum die jetzt so leise ist. Normalerweise ist die ganz laut, dass ich sie auch wirklich immer hören kann. Und mein Mann hat so einen kleinen Knopf am Bett jetzt, wo er liegt im Wohnzimmer. Und kann dann eben hier anklingeln, denn die Küche ist so weit entfernt, ich bin hier im anderen Hausteil praktisch, dass er kann nicht rufen, man hört das nicht. Ne? Man hört es nicht. Deswegen höre ich auch zum Beispiel nie, wenn vorne einer vor der Tür ist. Ne? Also das höre ich hier hinten gar nicht. Ja, das ist praktisch. Hatte ich den Tipp ja von jemandem bekommen, von der lieben Claudia. Und den habe ich dann natürlich sofort besorgt, weil es ist praktischer, weil das Ding muss allerdings in eine Steckdose. Ich hatte gehofft, man hätte das so mobil, aber ich habe zwar gesagt, ohne Strom, ohne Steckdose, aber ich habe dann dieses bekommen. Okay, ich muss es halt in eine Steckdose stecken und so. Jetzt geht es weiter mit dem schönen Weihnachtspapier. Ne, zum Beispiel fragen wir uns, können wir das gebrauchen? Ja, das können wir gebrauchen. Wir könnten auch lang was machen. Ich hatte das, eins war hochkant und eins war, oh, da sind diese schönen Kardinalvögel drauf. Wow, das ist schön, oder? Ich denke, dass das Papier schief ist. Ich denke, das Papier ist schief. Okay, aber die möchte ich jetzt unbedingt mal drauf haben. Es wäre natürlich gut, wir nehmen eins, was so ein bisschen unscheinbarer ist. Dieses zum Beispiel vielleicht, gell? Okay? Und, oh, es geht so viel verloren von den schönen Vögeln. Naja. Es geht halt viel verloren. Es ist halt so. Oh, gut, es ist, wie es ist, ne? Ich kann es nicht ändern. So, und dann muss ich unten auch noch ein wenig abschneiden. Jetzt seht ihr schon langsam, worauf das rausläuft. Das läuft so darauf raus, dass man das so aufklebt, mosaikartig. Aber man hat dann halt diese Fugen, sage ich mal, ja? Ne, versteht ihr, wie ich meine? Ja, denke ja, ne? Ist nicht so kompliziert. Da kann man jetzt sehr, sehr viel mitmachen. Sehe ich wohl. So, guck mal. Können wir alles gebrauchen. Und man kann bei dieser Gelegenheit so ganz kleine Strippelstreifen aufbrauchen, wisst ihr? Jetzt haben wir zum Beispiel hier diese kleinen Briefe. Das würde ich dann... Ah, nee, warte mal. Da kommt noch ein Loch rein, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Ob wir die jetzt benutzen, weiß ich noch nicht. Will sie nicht kaputt machen, ne? Die sind einfach schön. Wir haben jetzt das nicht ganz gerade. Naja, jetzt wird sie pingelig. Jetzt wird sie komisch, die Frau.
kriege das sowieso nicht ganz gerade hin. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Jetzt können wir zum Beispiel auch hier diese kleinen mal nehmen. Hier sind die genug Kontrast. Die rot, in rot. In rot sieht es toll aus, oder? Oh, rot. Und dann, warte mal, dann machen wir das anders. Das stückeln wir dann auch nochmal. Also es ist sehr ergiebig hier, was wir hier machen. Ups. Jetzt brauchen wir hier so ein ganz kleines Stück zum Beispiel. Ich habe auch noch die Poinsettia, heißt die ja, ne? Poinsettia. Ha, ihr könnt euch nicht vorstellen, dass das Papier, das sah, ich glaube, das ist wirklich der letzte winzige Rest, absolut winzige Rest, den ich noch habe. Absolut. Es wäre natürlich schön, wenn wir jetzt... Ja, das ist, ich überlege gerade, gell? Ich überlege, Schoppaleke. Ich überlege doch. Mein Gott, lasst mir doch mal einen Moment Zeit zum Luft holen. Ja, ich versuche das jetzt mal mit diesen Papieren. Das sind wirkliche schöne alte Sachen, die ich noch in den Ecken hatte. Warte mal, ich schneide das mal eben ganz gerade, so gut ich es kann. Und dann nehme ich hier auch wieder nur so ein Stück. Einmal so und einmal so. Also die können wir schon mal aufkleben. Dann sind die schon mal fest. Genau, die können wir schon mal aufkleben. Dies auch. Okay. Auch mit den Vögeln, das finde ich ja jetzt richtig schön. Gut. Wir können so ein paar einfach aufkleben. Was drauf ist, ist drauf. Und dann wird es auch einfacher, wenn wir weitermachen. Hier ist der schief. Mach ich mal eben gerade. So, mach ich mal eben kurz gerade. Ne? Das kann man natürlich jetzt auch machen mit allen anderen Papieren. Also es muss jetzt nicht Weihnachten sein. Ne? Das kann man ja mit allen Sachen machen. Einmal jetzt ein bisschen mehr rausdrehen. Ja, diese Klingel ist praktisch. Also kann ich schnell hinlaufen, wenn was ist. Das war immer das Problem, dass wir uns nicht verständigen konnten über die Entfernung. Und ich sitze ja dann doch oft schon ein paar Stunden mal hier in der Küche und dann kann er mich überhaupt nicht rufen oder irgendwas, ne? Also wir haben die, da fehlt noch was, ne? Was kommt denn hier hin? Noch so ein grünes, ne? Hatte ich da nicht irgendwas abgeschnitten? Nee, habe ich hier hingeklebt. Okay, aber hier muss auch ein grünes drauf. Habe ich auf beiden noch nichts Grünes? Okay. Ja, wenn das so ist. Dann schneiden wir das nochmal raus. Da ist die Markierung. Ich habe das anders gemacht, ne? Muss ich auch noch mal klein halbieren. So. Ja, das ist jetzt eine reine Fleißarbeit. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Doktorarbeit oder so. Aber es ist einfach, man kann viele Reste verwenden. Denke ich mal. Ne? Das kann man ja jetzt mit jedem Papier machen, mit jedem Thema. Ich wollte jetzt nur schon mal irgendwas mal mit dem Weihnachtszeug anfangen. Seht ihr, das ist jetzt wirklich ganz einfach zu machen. So, ne? Wir können jetzt auch mal anfangen und hier was ausschneiden. Hier ist zum Beispiel... warte, was muss ich hier so schneiden? Ist sehr groß, ne? Hm,
Das ist jetzt nicht so die Überlegung, die ich so hatte eigentlich, ganz ehrlich. Ich hatte eigentlich eine andere Überlegung. Ich werde das in ein Stück oben aufkleben, werde das so machen wie Gail und das einfach dann einfärben, weil das mir einfach zu anstrengend wird, wenn ich das jetzt ganz genau, ich zeige es euch gleich, es ist mir wirklich zu fummelig. Wenn man jetzt Lust hat, kann man es genau passgenau machen, aber ehrlich gesagt, es spielt eigentlich nicht so die Rolle mehr. So, den hätten wir fast fertig. Uns fehlt jetzt hier wirklich nur noch ein so ein ganz kleines Stückchen irgendwas. Zum Beispiel jetzt hier. Ne? So, da hätten wir es doch schon. Ein ganz kleines Stückchen. Gucken wir mal, wie es aussieht. Ja, dann hätten wir einen eigentlich schon fast, ja, einen hätten wir fertig. Hier können wir auch noch so ein Windstückchen hingeben. Dann müssen wir da gleich noch was suchen. Also wir arbeiten wirklich mit den kleinsten Stückchen hier. Ne? Ich hatte ja Papier rausgenommen, aber wie ihr ja seht, ich hatte noch so viele kleine Ecken, dass das gar nicht nötig war, ne? Gar nicht notwendig. Hier mache ich ein etwas größeres Stück rein, weil sich gerade so ergibt. Ja, und hier fehlt noch ein ganz kleines Stück, das können wir auch direkt einfügen. Wo ist mein Tifty? Ah, dann haben wir die schon fertig. Guck mal, das ging eigentlich schnell, nicht, oder? Und man hat wirklich so viel Zeug verarbeitet schon wieder. Hätte man eigentlich nichts mehr mit anstellen können, großartig, ne, wenn man ehrlich ist. So, nee, hier fehlt noch ein Stück. Bin noch nicht fertig. Mhm. Haben wir noch von diesen? Nee, das hatten wir schon. Warte mal. Ein Moment. Das Grüne ist überall drauf, das Grüne ist überall drauf. Das fehlt noch. Haben wir da noch so ein kleines Stück von? Hier. So a little bit. Nein, das ist nicht gerade. Ich sehe schon. Ja, heute muss ich mich wirklich mal ganz nur noch um mich selber kümmern. Sonst muss ich sagen, hebe ich irgendwann komplett ab und dann ist ja auch kein... Da fehlt uns ja auch noch was. Ach Petra, du bist ja noch gar nicht fertig. Du tust immer so, als wenn du fertig bist. Das stimmt doch gar nicht. Ist ja gar nicht wahr. Bist ja gar nicht fertig. Aber ich glaube, ich schaffe es irgendwann nochmal, gell? Okay, es fehlt mir jetzt hier oben. Jetzt überlege ich natürlich, ob ich das einfach alles mit diesen... Ist ein bisschen schade, ne? Ist ein bisschen schade, ich weiß schon. Man könnte auch eins zum Beispiel so machen, wo es vielleicht gehen würde. Hier würde es gehen. Da ist es noch gar nicht drauf, hier übrigens. Dann würde ich es da drauf machen, gell? Dann machen wir es da drauf. In dem Fall klebern wir das ein. Und schneiden uns das eben kurz aus. Das kann man weg.
Also jetzt können wir auch mal albern werden und so Dreiecke, die brauchen wir jetzt nicht. Man könnte es natürlich auch mit Dreiecken machen, ne? Das sähe dann bestimmt dann ganz klasse aus. Aber wir wollen jetzt nicht albern werden, ne? Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht albern werden, ne? Wir wollen jetzt... Was habe ich denn noch? Haben wir irgendwas noch gar nicht benutzt? Das Rot haben wir noch gar nicht benutzt. Das ist ja auch schön. Und dann habe ich noch dieses mit dem Punkten. Das mit den Punkten sieht auch schön aus. Warte mal. Das machen wir noch eben. Ja, man kann das natürlich jetzt, wenn man ganz toll, ich muss die Kante mal eben gerade schneiden, die ist nämlich gerissen, wie bei mir ja fast immer. Nur in diesem Fall ist es nicht so schön, wenn es gerissen wäre, weil ich habe alles geschnitten. Ja. Noch eine andere Auswahl, dass wir nicht alles gleich irgendwie haben. Ist noch irgendwas ganz unten drunter gerutscht. Nicht wirklich. Das Rot könnten wir noch nehmen, Leute. Ach, wir nehmen das Rot. Das sieht gut aus. Nehmen wir das Rot. Also für mich Weihnachten ist eher also so grün natürlich, rot, gold, solche Sachen. Also mit anderen Farben Weihnachten kann man mich persönlich echt jagen. Also das mag ich. Aber wie gesagt, über Geschmäcker darf man nicht streiten. Das soll man auch nicht, ne? Nur ich persönlich, ein bisschen blau kann da gerne bei sein. Das mag ich auch ganz gern. So, aber nicht irgendwie so pink oder sowas. Sowas nicht. Wir haben jetzt auf die einfachste Art und Weise haben wir jetzt schon mal 4 solche Tags gemacht. Ich will mir mal ganz kurz mein Einlochlocher holen. Mein Einlochlocher. Ja, das gibt es auch als Zange, aber ich habe mir halt dieses hier damals gekauft. Ich finde das ganz schön. Ganz gut zu handeln. Spielt keine Rolle, was man da nimmt. Hauptsache, man macht ein Loch rein. Ist insofern nicht verkehrt jetzt, denn ist nicht ganz so dick. Ist nicht ganz so dick. Und wenn man es jetzt in so ein Album irgendwo mit rein... Ich habe gerade gesehen, irgendwas war nicht wirklich fest. Oder sah es da... Also mal gucken. So, jetzt hole ich mir mal eben gerade schwarz. Schwarze Seele. Okay, dann machen wir das hier mit diesem. Geht nicht anders gerade. Indem wir das, also sie hatte das in schwarz, ne? Und schwarzes Hintergrundpapier. Und ich habe ja jetzt grün genommen. Bei mir wirkt es natürlich dadurch ganz anders, ne? Ist klar. Aber ich finde dadurch. Mit Grün ist ja auch Weihnachten schön und das Papier passt gut. Und Gail hatte ganz tolle Papiere, sehr, sehr viele. Nun hat die ja auch, ich würde mal sagen, mehrere Tonnen Papier und Material. Also ganz ehrlich, ohne Neid, denn ich möchte es nicht machen, dass ich es immer wieder sortieren müsste. Sie hat ja ein riesiges Bastelzimmer. Ich weiß nicht, ob ihr Geld schon länger kennt oder gar nicht kennt. Also sie hat inzwischen ein riesiges Bastelzimmer. Es ist voll. Und sie hat ja früher auch immer diese Happy Mails bekommen. Deswegen habe ich von vornherein gesagt, alles nur keine Happy Mails. Also da werde ich wahnsinnig. Ich habe selber so viel Zeug. Und wenn man mich dann noch zuschüttet mit anderen Zeug, werde ich verrückt. Es ist einfach so. Ich kann es nicht gebrauchen. Ich werde dann wahnsinnig. Irgendwann werde ich verrückt. Weil ich komme schon sowieso kaum noch nach mit meinem ganzen Zeug. Also das ist ganz, ganz schön. Man kann auf der Rückseite bei diesem hellen Grün nämlich ganz gut schreiben. Das geht.
Wenn es einen jetzt stört, kann man ja auch noch ein Papier zum Schreiben aufkleben. Also das, die Option hat man ja. So, das finde ich eigentlich jetzt schon mal eine ganz, ganz schöne Sache. Ne, die kann ich bestimmt irgendwie vielleicht, wenn ich ein Weihnachtsbuch mache, ich weiß es noch nicht, ihr wisst, woran es liegt. Und ich weiß es selber wirklich noch nicht genau. Dann würde ich, also ich finde das eine schöne Idee mit diesem Mosaik. Das ist mal was anderes. Gefällt mir ganz gut. Ich habe das jetzt so gemacht. Ne, das ist der erste kleine Versuch. Wir haben noch Papier gehabt, grün. Wir können noch ein bisschen weitermachen, wenn wir Lust haben. Ich könnte noch Karten machen. Oder, ja, warte mal, lass mal schauen. Lass doch mal gucken, was ist denn das jetzt? 15, das wären 7,5 auch wieder, ne? Wäre ein anderes Format halt. Schneide mal. Warte mal, ich mach mal hier unten. Ja, das wären 7,5, ist richtig, ne, oder? Bin ich ganz verkehrt. 7,5. Ich glaube, ich bin ganz verkehrt wieder mal. Kann sein. Ich bin wieder im Tal der Ahnungslosen, gell? Machen wir hier auch nochmal 7,5. Und dann haben wir hier sowas. Petra, was hast du dir jetzt wieder vorgestellt? Man weiß es nicht. Ich schneide es schon mal zu. Oder nicht? Oh, ich muss eben überlegen, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Nee, das lasse ich mal so, wie es ist. Und beklebe das mit den Sachen, die wir haben. Das lassen wir mal so, wie es ist. Und nehmen jetzt auch mal ruhig die größeren Sachen. Zum Beispiel Christmas Greeting oder so einen tollen Stiefel oder dies. Okay, da haben wir doch schon mal ganz schönen Ausgang. Dann können wir die hier mit einbringen, die kleinen, die können wir jetzt klein schneiden. Die können hier überall mit drauf, diese aus der Werbung. Ach, das ist ein großer. Der hat mich genatzt. Der hat mich genatzt. So machen wir das. So, wir machen einen großen hier drauf. Passt. Oh, das wird schon passen. Guck mal. Da machen wir einen hin, da machen wir einen hin. Ja, guck mal. Ja, guck mal du. Ja, guck mal du. Holiday. Holiday. Oder das ist jetzt blöd. Ja, da hätte man jetzt noch was gebraucht. Was ist vielleicht da oben so daneben? Warte mal. Wir versuchen das mal. Ja, da wird es schon mal passen. Dann haben wir hier so einen ganz kleinen Sheet. Hier haben wir zum Beispiel Christmas. Merry Christmas. Merry, Merry Christmas. Das würde da gehen, wenn wir es ein ganz klein bisschen schmaler schneiden würden. Hier so. Oje, Mini. Jetzt können wir aber hier den Poinsettia gebrauchen. Poinsettia-Alarm. Oh, pass mal auf, das messen wir uns aber jetzt mal aus, dass wir da nicht wieder so im Dunkeln rumpaddeln. Ne? Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Das wird schön, glaube ich. Das wird schön. Und vor allen Dingen die ganzen Erinnerungen an die alten Papiere kommen wieder hoch. Ach du liebe Zeit. Warte mal, hier brauche ich jetzt ein Stück. Zu meinem Glück. Wir haben gesagt, wir wollen das hier so machen.
Ja, da schneide ich mir jetzt aber eben zu, damit ich nicht so viel Verschnitt habe. So, das machen wir dann so. Das ist schief. Oh, gerade schneiden kann ich nicht gut. Ist zu groß, ne? Viel zu groß. Ach nee, gar nicht mal. Warte mal. Gar nicht mal. Gar nicht mal, gar nicht mal. Auch nicht richtig gerade, muss ich noch mal ganz kurz eben Ecke wegschneiden. Ist sowieso nicht richtig gerade bei mir, also ihr wisst das ja, ne? Das ist Petra ist da so ein bisschen blöd. So ein bisschen blöd. Da haben wir noch so ein Rot. Das ist, nee, hier blau. Hier machen wir das blub, blub. Da machen wir das blub, blub. Ich würde denken, dass ich jetzt anfange zu kleben, dass wir hier zu Potte kommen. Denn wenn ich jetzt immer weiter kleine Krüppelchen auflege, dann bin ich irgendwann so krüppelig und dann fliegen die mir alle durch die Gegend. Also fangen wir einfach mal an zu kleben. Ja, ihr habt das vielleicht gestern mitbekommen. Also ich bin das letzte Mal mit einem Beitrag oder Fotos bei Instagram gewesen. Mich hat es jetzt so genervt. Also ganz ehrlich, ich kann das nicht gebrauchen, dass man mich jetzt sowas von nervt. Ja, es fing damit an, dass ich eine Mail bekam, dass mein Beitrag, die Uhrzeit stimmte nicht, gesperrt worden ist. Und mein Beitrag ist gesperrt von gestern, den kann keiner sehen. Ich wunderte mich schon, oh komm, komisch, keiner kommt gucken, gar keiner. Ja, mach es doch hoch, dummes Ding. Ah, zu lang. Zu viel jetzt. Immer ist irgendwas mit dir. Naja, und da hatte ich mich schon gewundert. Kam die Mail, ja, ist gesperrt. Angeblich hätte ich ein türkisches, ich bin türkisch, ja. Also wenn in meinem Blog alles stattfindet, aber kein Orient, also in keinster Form, also das gibt es niemals bei mir. Also ich mag diese Art Musik überhaupt nicht. Ich mag alles Mögliche nicht und ich sage da jetzt auch nicht mehr zu. Aber das würde bei mir niemals stattfinden. Deswegen war ich ganz erschrocken und ich denke, mein Gott, das ist doch gar nicht die Musik. Ich hab doch eine verwendet, die man sogar ohne Namensnennung verwenden darf. Was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht? Ach du Schande. Ah, gruselig. Es hat gedauert, bis ich dahinter gekommen bin. Ich bin bis heute nicht dahinter gekommen. Und dann habe ich versucht, ich Idiot, zu antworten. Ich versuchte dann, ja, wenn man Einspruch einlegen will, dann kann man das machen. Und man sollte sich aber vorher irgendwie gut überlegen, sowas in der Art. Ne? Und dann habe ich das versucht. Und dann lief diese einzige Möglichkeit, die da angegeben war in der Mail, lief ins Leere. Ne? Kam nicht an bei Instagram. Es gibt überhaupt keine Möglichkeit, mit Instagram in Verbindung zu treten. Auf keine Art und Weise. Da ist es nicht vorgesehen. Und ich glaube bei Facebook auch nicht anders, ganz ehrlich gesagt. Also das hat mir dann sehr zu denken gegeben. Weil, ja, was soll ich sagen, ne? Tja, und dann habe ich hin und her, dann habe ich schon bei Facebook nachgefragt, kann mir jemand vielleicht helfen, was ist da, was kann das sein, ich kann mit denen nicht in Verbindung treten. Da schrieb mir sofort zurück, ja, du hast dann von YouTube die Sachen benutzt, das darfst du da nicht benutzen, womöglich ist es da schon. Wobei ich jetzt über, ich glaube, 87 Beiträge schon bei Instagram hatte und die meisten hatten irgendeine Musik drunter. Halt, das ist verkehrt darum. Und zwar eine Musik von YouTube. Ja. Wobei ich habe das nicht gewusst. Das ist richtig, das war ein Fehler von mir. Musiken darf ich dann nur bei YouTube benutzen, aus dem YouTube-Mediathek. Nur habe ich das nicht gewusst. Gut, nicht wissen heißt ja nichts. Ne? Wissen wir auch. Nicht wissen schützt nicht vor irgendwas. Kurz und gut habe ich dann
noch mit meiner Schwester gesprochen. Und die sagte, um Gottes Willen, du bist wahrscheinlich gehackt worden. Sieh zu, dass du alles änderst. Die machte mir dann die Panik. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. So, vielleicht ist es das. Ich weiß es nicht. Weiß es bis heute nicht. Dann habe ich gestern angefangen, die ganzen Passwörter zu ändern. Also, oh, das hatten wir. Blau würde ich jetzt hier ganz gerne so ein bisschen mit reinbringen. Ja, es war auf jeden Fall super anstrengend und es hat überhaupt wirklich mich die letzte Kraft gekostet. Und wie sie mir dann auch sagte, sieh zu, dass du die Passwörter alle änderst. Das ist ja ein Albtraum, sowas für mich. Und dann habe ich das versucht, in Angriff zu nehmen. Und die wichtigsten habe ich dann noch gestern Abend alle ändern können. Aber ehrlich, Kinder, nee, da muss ich nicht alles haben. Das geht gar nicht mehr. Nee, ich kann das nicht aushalten. Das ist mir zu anstrengend. Naja, und dann habe ich vorher allerdings schon entschlossen gehabt, mich dazu, dass ich sage, okay, wir machen jetzt kurz einen Prozess. Ich nehme die Beiträge raus bei Instagram. Ich habe keine Lust, mich damit abzuplagen. Das sind nur so wenige Leute, die da gucken. Dafür, dass der Aufwand ist so groß und das ist so anstrengend dann. Und jetzt, wenn dann solche Sachen kommen, ich habe keine Ahnung, wie ich das hätte machen sollen anders. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich konnte es nicht anders regeln. Ich habe das jetzt so gemacht, wie es ist. Ja. Ich bin raus. Also definitiv bin ich jetzt raus. Ich werde auch nicht mehr hingehen. Ne? Definitiv. Nein. Nein, nein. Also wenn ich einmal irgendwo raus bin, dann bin ich wirklich raus. Da gibt es kein Hin und kein Her. Also ich habe drei Bereiche, beziehungsweise der gelöschte Beitrag ist für mich nach wie vor sichtbar, aber offensichtlich nicht für irgendwelche anderen Leute. Er wird nicht angeschaut, also ist er offensichtlich wirklich gelöscht worden. Gut, muss ich dann hinnehmen. Ich kann es immer noch nicht aufklären, ob die echt ist oder nicht echt ist, die E-Mail. Das macht mich wahnsinnig. Macht mich einfach wahnsinnig, ganz ehrlich. Ja, weil das, man weiß nicht, was man getan hat. Ne? Versteht ihr, wie ich das meine? Und ja, und das Risiko, dass man jetzt gehackt worden ist, ist sehr, sehr groß. Tja. Also ganz ehrlich, ich habe da so wenig Ahnung von. Und ich habe auch niemanden, der mir da weiterhilft und den ich fragen kann. Und das Risiko ist mir jetzt definitiv zu groß, dass ich da irgendeinen Mist mache. Okay? Und dann da stehe und weiß nicht mehr ein und aus und die räumen mir die Konten hinterher leer oder weiß der Teufel was. Ich weiß ja nicht, was die machen wollen. Kann es euch nicht sagen. Es war auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend gestern. Der Tag an sich war schon nicht ohne. Und ich war schon gestresst von vorher. Und dann kommt das noch oben drauf. Also, ich weiß es nicht. Ich meine, ich muss zugeben, so guck mal, wir haben hier schon fast fertig. Wir brauchen hier nur noch so ein ganz kleines Stück. Haben wir irgendwie so ein ganz, da ist doch so grün, so ein schmaler Streifen. Einen Moment, da können wir vielleicht mit dem Grün, komm her, Mensch. Jetzt hampelt dieser eine Streifen da rum. Warte mal. Ja, mir ist er meckern, weil ich nicht gegangen bin, aber ich kann jetzt nicht gehen heute Morgen. So. Ich glaube, ich muss langsam den Film beenden, der wird sonst wieder so lang. Aber ihr seht, was ich mache hier, ne? Das Prinzip könnt ihr sehen, ne? Ihr seht, was ich hier anstelle. Ach, da habe ich ihn schon. Ach, Petra, nicht albern werden, okay? Nicht albern werden, Fräulein. Ach, das ist so eine kleine Fleißarbeit. Da kann man sich so schön bei entspannen. Zumindest kann man es versuchen, sich zu entspannen. Ich habe schon Angst vor morgen, weil wir da ja morgen hin müssen. Mein Mann möchte unbedingt dahin, dann soll er da natürlich auch hin, das ist ja klar. Aber oh, ich weiß nicht mehr, wie ich es hinkriegen soll mit ihm. Wo habe ich jetzt das Grün gelassen? Ich hatte doch noch so ein bisschen Grün. Ja, da ist es, da passt es hin, dachte ich nämlich. Guck, da, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht.
So. Ich glaube, ich muss jetzt aufstehen. Ich höre da was. Da muss ich meinem Mann helfen. Ihr seht, was ich jetzt hier gemacht habe im Moment. Ne? So. Und die vier Dinger habt ihr gesehen. Klebe die anderen gleich zu Ende. Also ich finde es einmal eine ganz schöne Bastelei. Kann man mal gebrauchen, oder? Finde ich schon. Das ist fertig. Hier fehlt noch eins ein Stück und hier fehlen zwei oder drei Stückchen. Das mache ich gleich ohne euch fertig und dann zeige ich es euch beim nächsten Mal. Ich muss jetzt meinem Mann helfen, denn das schafft er alleine nicht mehr. So, ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Kleine Idee vielleicht. Kleine Anregung. Ich werde das bestimmt auch noch mal mit anderen Papieren versuchen. Es gefällt mir ganz gut. Bye, bye. Macht's gut!